Hallo und herzlich willkommen, darf ich begrüßen zur Pressekonferenz zum Saisonauftakt 2022-2023 beim FC Hansa Rostock in unserem neuen Presseraum. Wir freuen uns, dass die pandemische Lage es jetzt zulässt, dass wir auch wieder in Präsenz uns sehen können. Alles ein bisschen persönlicher, also wollen wir hoffen, dass es alles entspannt bleibt und wir uns jetzt auch künftig wieder häufiger und öfter in Präsenz sehen. Bevor wir über den Trainingsauftakt sprechen, kann ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, unserem Cheftrainer nochmal zum Geburtstag zu gratulieren. Der hat gestern Geburtstag gehabt. Ich hoffe, einen schönen Tag gehabt. Ja. Sehr gut. Wunderbar. Alles Gute für dich, Jens. Vor allem Gesundheit. Und jetzt arbeiten wir wieder. Trainingsauftakt heute. Ihr habt heute Morgen um 9.30 Uhr losgelegt. Alle Fans wird es vielleicht ein bisschen enttäuschen. Die Mannschaft sieht man erstmal noch nicht. Viele sind ja auch gespannt auf die Neuzugänge. Ihr startet speziell, will ich es mal nennen. Was ist der Schwerpunkt der ersten drei Tage? Ja, also hallo erstmal in die Runde. Also von meiner Seite, wir sind, glaube ich, alle froh, wenn man wieder Auge in Auge sich gegenüber sitzt. Wir hatten jetzt 2 Jahre Corona-Pandemie, wo das halt alles mit Leistungsdiagnostik immer ein bisschen schwierig war, auch extern dann Leute dazu zu holen für einen Laktattest. Deswegen haben wir uns entschieden, jetzt einfach auch mal so anzufangen, dass wir mal wieder ein paar Werte haben und werden jetzt 3 Tage die Jungs halt so ein bisschen durchchecken. Wir haben heute angefangen mit Sprungkraft und Schnelligkeit und morgen wird ein Laktattest folgen und dann werden jetzt noch Krafttests gemacht, Oberkörper und Unterkörper und dann noch ein Läufchen und dann am Sonnabend pünktlich zum Fan- und Familientag werden wir früh noch mal trainieren. Vielleicht auch sogar schon im Stadion und dann werden wir das Spiel haben. Und dann denke ich mal, dass es am Montag so richtig ernst wird mit der Arbeit auf dem Platz. Aber auch die Dinge sind jetzt schon wichtig und da muss man einfach auch wenn die 3 Tage jetzt noch nicht vorbei sind, aber der erste Eindruck ist gut. Die Jungs sind gut zurückgekehrt aus dem Urlaub und sind voller Tatendrang und die Werte sind bis jetzt absolut in Ordnung. Das sind doch super Nachrichten. Weiter geht's mit euch und euren Fragen. Da behalten wir unsere Tradition bei, dass wir jemanden mit dem Mikro haben. Also wenn es eine Frage gibt, einfach kurzes Handzeichen. Und dann kommt der Basti zu euch. Jan Dittjogeit, NDR 1 Radio MV. Ja, von mir auch noch beste Glückwünsche nachträglich zum Geburtstag natürlich. Können Sie einmal ganz kurz sagen, wie viele Spieler sind denn heute beim Trainingsauftakt mit dabei gewesen? Wer war nicht dabei? Also ausgefallen ist Ryan, der ist gestern beim Rückflug, war schon in Amerika ein bisschen krank und hatte dann richtig Ohrenschmerzen. Der war heute Morgen beim Arzt, der konnte also diesen Trainingstag heute nicht mitmachen. Wir müssen jetzt mal von Tag zu Tag schauen. Also der wird morgen früh nochmal zum Docke gehen und dann je nachdem, wie es ihm geht, dann dazustoßen. Aber alle anderen waren eben auf dem Platz heute, beziehungsweise in der Laufhalle. Vielleicht. Das waren insgesamt, glaube ich, 23 Leute. Haris Duljevic auch nicht dabei, ne? Auch nicht dabei, stimmt. Habe ich vergessen. Der hat ja gestern ein Tor vorbereitet für Bosnien. Und der ist also mit der Nationalmannschaft unterwegs. Und wie bitte? Moritz Littger? Nee, Moritz ist auch noch nicht da. Der trainiert noch nicht mit. Der ist ja noch individuell. Der ist also noch nicht so weit, dass er jetzt im Mannschaftstraining mitmachen könnte. Und Ihr Neuzugang, der heute vermeldet wurde, auch noch nicht? Doch, der ja. Max Hagemoser, der war da, aber der hat... ist ja auch mit einer Verletzung jetzt gekommen, also der hat einen Teil des Leistungstests heute mitgemacht und wird jetzt also auch die ersten Tage noch ein bisschen langsamer rangeführt, aber der war schon da. Wie war denn insgesamt Ihr Eindruck, wie groß war denn die Lust, wieder einzusteigen bei der Mannschaft? Also der erste Eindruck war und die ersten Gespräche waren gut, also ich glaube, die freuen sich alle wieder hierher zu kommen, wieder zusammen zu arbeiten. Es waren jetzt gute 3 Wochen, die wir hatten, um ein bisschen durchzuschnaufen und das alles mal so sacken zu lassen. Und ich glaube, das hat jeder für sich jetzt genutzt. Und wenn du dann halt so 3 Wochen privat unterwegs warst, dann freust du dich dann auch wieder, die anderen Jungs zu sehen und gespannt zu sein, was an Neuen kommt und auch auf die neue Aufgabe. Und das war insgesamt eine richtig gute Atmosphäre heute. Und ich hoffe, das können wir noch eine Weile mitnehmen, so in der Vorbereitung auch. Da wird es die eine oder andere Einheit geben, die nicht so viel Spaß macht. Elisabeth Reinhold von der Ostseewelle. Jetzt die 3 Wochen Urlaub, wirklich relaxed? Oder wie oft hat man da jetzt doch schon mal an die neue Saison gedacht und ein paar Vorbereitungen so im Kopf getroffen? Ja, für einen Trainer ist das natürlich immer ein bisschen was anderes. Ich war, glaube ich, so 9 Tage weg.
da war ich dann auch wirklich weg. Da habe ich mich, ja, natürlich am Rande auch mit Fußball beschäftigt. Es liefen ja die Relegationsspiele, die schaut man sich dann natürlich schon an. Auch das Champions League Endspiel habe ich dann gesehen. Und aber ab dann, wenn du zurückkommst, telefonierst dann schon natürlich öfters. Ich war auch letzte Woche schon mal hier in Rostock, ein paar Sachen anzuschauen. Es gab viel Neues, also es wurde viel umgebaut. Marit hat es schon gesagt, ihr seht es ja jetzt hier in dem Raum, ist es unten in der Kabine was passiert und auch in der Trainerkabine. Deswegen war das schon mal ganz gut. Und dann ist man schon ein Stück weit drin und ist wieder im Arbeitsmodus, ab wenn man natürlich immer noch zu Hause ist und auch mal noch seinen Rasen mähen kann. Mal da, Adrian Witwer von der Bild-Zeitung. Was ist denn in der Trainerkabine passiert? Neue Tapeten, neuer Schreibtisch? Ja, eigentlich alles neu. Wir haben alles, was wir unbedingt behalten wollen, sollten wir in Kisten packen. Und dann wurde alles neu, also neue Schreibtische, neuer Fernseher, neu renoviert, neuer Spind. Also es wurde alles so ein bisschen auf links gedreht, also und richtig schick geworden. Ah ja. Dann eher eine sportliche Frage zur Abwechslung. Die Leistungsdiagnostik, die jetzt in den nächsten Tagen gemacht wird, welche Vergleichsdaten oder Werte haben Sie denn? Machen Sie es in ein paar Wochen dann nochmal, um zu sehen, welche Fortschritte es in der Vorbereitung gab? Oder weil ansonsten das von vorigem Jahr wird ja wahrscheinlich schwer zu gebrauchen sein. Ne? Ja, also von den paar Jungs sind ja schon auch ein bisschen länger da. Also die waren ja auch schon vor Corona da, wie jetzt Markus Kolke oder Nico Neidhardt. Da haben wir natürlich schon noch Daten da, wie sie halt gerade so Sprinttest, was sind sie da über 10 Meter, über 20 und über 30 Meter gelaufen. Und das kann man dann schon vergleichen. Sprungtests haben wir jetzt erstmal so neu eingeführt, haben wir natürlich erstmal so auch das Equipment uns angeschafft. Aber das sind halt gängige Testmethoden, wo man dann halt auch relativ gut vergleichen kann. Und die werden dann natürlich wiederholt. Jetzt hat man natürlich auch gerade der Athletiktrainer dann natürlich eine Handhabe, okay, der ist jetzt eigentlich... Man springt nicht so hoch, wie er eigentlich von seinem Kraftvermögen her springen könnte. Und dann müssen wir halt ein bisschen nachsteuern. Dann können wir halt individuell auch auf die Jungs Trainingspläne individualisieren, beziehungsweise zusätzlich den Jungs sagen, komm, da hast du jetzt noch ein bisschen Luft. An dem Bereich kannst du noch ein bisschen arbeiten und da kriegst du jetzt die Übung und die machst du jetzt eben regelmäßig dann und dann und dann. Und dann wird es natürlich überprüft und dann werden wir sehen, ob das angeschlagen hat oder ob man dann halt nochmal einen anderen Weg einschlagen muss. Hier. Gunnar Meinhardt von der Welt. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ne? Und vor allem Gesundheit kann man ja am meisten gebrauchen. Wie sieht denn das Saisonziel aus, nachdem jetzt Traditionsvereine wie Schalke und Bremen aufgestiegen sind? Wie ist die Ambition von Hansa für die nächste Saison? Ja, also ich glaube, wir sollten demütig bleiben. Also wir sind jetzt das zweite Jahr. Man sagt halt auch so, wenn man das erste Jahr überstanden hat, das zweite wird dann nochmal schwerer. Wir sollten schon noch zusehen, dass wir uns von den untersten drei Plätzen fernhalten. Aber klar, musst du natürlich versuchen, höchstmögliche realistische Ziele für dich halt zu definieren. Und das wollen wir natürlich. Und das heißt, wir wollen uns gern weiter verbessern. Das ist unser Antrieb. Ich denke auch so, all die Jungs, die jetzt die letzten zwei Jahre hier waren und vielleicht auch dann gegangen sind, sie haben eigentlich das Hansa-Trikot immer an einer besseren Stelle übergeben, an ihre Nachfolger, die dann jetzt gekommen sind, als wo sie es angezogen haben. Und das ist halt vielleicht so ein Stück ein Weg, wo man vielleicht jetzt keine Riesenschritte machen muss oder Riesenentwicklungsschritte erwartet. Aber so kleine Schritte wollen wir schon vorwärts gehen und uns in vielen kleinen Bereichen verbessern. Und das wird am Ende hoffentlich auch dazu beitragen, dass wir vielleicht ein paar Punkte mehr holen und den einen oder anderen Tabellenplatz noch gut machen können. Aber da waren wir schon immer ehrgeizig und werden es auch weiter bleiben. Aber jetzt zu sagen, oh, wir wollen jetzt einen einstelligen Tabellenplatz, da werden wir uns nicht hinstellen, sondern es geht erstmal darum, so schnell wie es geht, diese 40 Punkte zu holen und zu schauen, was der Rest macht und wie viele Spiele dann noch zu spielen sind. Und das ist das, was... Wenn du zwei renommierte Mannschaften aufgestiegen in die Bundesliga, ist vielleicht jetzt noch eine größere Ausgeglichenheit in der zweiten Liga zu erwarten als in der vergangenen Saison? Also ich denke schon, dass es auch ausgeglichen war. Ich glaube, wir haben St. Pauli geschlagen, wir haben auch Schalke geschlagen, wir hatten den HSV jetzt hier, glaube ich, am letzten Spieltag am Rande in der Niederlage. Also auch diese Mannschaften sind ja nicht einfach mal so durch die Liga marschiert. Am Ende klar, es ist Schalke und auch Bremen aufgestiegen und auch
zurecht, weil sie natürlich diese Qualität und auch am Ende vielleicht diese Fanwucht hatten, die du dann halt manchmal eben brauchst, um dann diese letzten Schritte zu gehen. Aber zwischendurch haben die ja natürlich auch alle ihre Probleme gehabt. Und ich glaube nicht, dass jetzt, wenn jetzt Bielefeld runterkommt oder Fürth runterkommt, okay, vielleicht spielen die nicht ganz oben mit, aber auf jeden Fall sind das für uns Mannschaften, die nochmal, auch gerade jetzt mit diesem Geld, was sie auch in der ersten Liga verdient haben, natürlich auf einem ganz anderen Level spielen, was jetzt Transfers oder gehaltstechnisch angeht als wir. Und deswegen sind die dann schon auch noch deutlich vor uns. Und aber das hat das letzte Jahr gezeigt, man kann sie trotzdem schlagen. Und das ist ja und auch der Reiz, dass auch Mannschaften mit einem größeren Budget dann vielleicht doch hier ins Ostseestadion kommen und mit einer Niederlage nach Hause fahren müssen. Das wollen wir natürlich so oft wie es geht hier erleben, weil das waren halt besonders schöne Siege hier im Stadion. Achso, Sönke Fröbe von der Ostsee-Zeitung. Ja, wenn ich richtig gezählt habe, von mir auch nochmal nachträglich herzlichen Glückwunsch natürlich. Alles Gute. Wenn ich richtig gezählt habe, sind jetzt 26 Spieler im Kader, wenn man die U19-Spieler mitzählt, die drei. Das heißt, sie sind noch nicht komplett. Wo sehen Sie denn noch Bedarf? Ja, also grundsätzlich bin ich jetzt eigentlich relativ ruhig. Also wir haben jetzt alle Spieler, glaube ich, gehalten, die mehr oder weniger zuletzt die überwiegende Mehrzahl der Spiele gemacht haben. Das heißt, wir haben eine ähnliche Mannschaft auf dem Platz wie im letzten Jahr. Jetzt sind noch ein paar Jungs dazugekommen, die jetzt schon über Erfahrung verfügen. Ab jetzt nur Kai Bröger schon erste und zweite Liga, John-Patrick Strauß jetzt zweite Liga in Aue oder dann jetzt auch ein Dennis Dressel, der jetzt schon noch bei 60 eine gute Rolle gespielt hat. Und Nils Körber hat ja auch schon nachgewiesen, dass er auf dem Niveau eben doch ordentlich performen kann. Und das ist ja jetzt mal nochmal eine neue Herausforderung für die Jungs und auch für unsere, sich dann erstmal zu finden. Und dann werden wir sehen. Da kann natürlich auch auf der anderen Seite noch was passieren, dass uns Jungs auch noch verlassen. Und da muss man sagen, was sind das für Positionen? Und die muss man dann versuchen, adäquat zu ersetzen. Aber so, dass wir jetzt absoluten Handlungsdruck haben, das sehe ich jetzt nicht. Aber klar, wenn wir die Möglichkeit haben, uns zu verbessern, dann werden wir da natürlich immer Augen und Ohren offen halten. Würde ich nochmal anschließen. Einer von den Spielern, wo man... wo der Verein auch offen kommuniziert hat, dass man mit ihm nicht zufrieden war, war Rich Munsi. Welche Rolle spielt er in Ihren Planungen für die neue Saison? Oder auch ein Thomas Meissner zum Beispiel, der sicherlich auch die Erwartung nicht erfüllt hatte. Ja, das sind ja, klar, das ist jetzt der Stand von der letzten Saison. Die Jungs sind hierher gekommen. Sie hatten andere Erwartungen, wir hatten, glaube ich, auch andere Erwartungen. Das ist nicht ganz so aufgegangen. Und jetzt kann das natürlich in eine Richtung gehen, dass man sagt, okay, man gibt jetzt auf und sagt, das wird jetzt nichts mehr. Oder man packt eine Schippe drauf und sagt, das war nicht mein wahres Gesicht. Ich will mich da jetzt nochmal anders präsentieren und die Dinge anders annehmen. Und diese Richtung ist ja auch offen. Und das liegt jetzt natürlich schon noch an den Jungs und auch an den Resten natürlich. Wie stark sind die anderen? Oder und dann am Ende können natürlich trotzdem in plus 11 spielen. Das wird dann auch so sein. Es wird immer ein Auswahlprozess sein. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, die Türe ist jetzt gänzlich zu. Aber klar, es ist die Erwartung war eine andere. Und aber das ist eine neue Saison. Es war jetzt eine Pause. Jeder konnte da auch nochmal so einen Reset-Knopf drücken, auch wir. Und dann ist es jetzt nochmal eine neue Mannschaft, eine andere Mannschaft. Der Kader ist nicht ganz so groß wie letzte Saison. Es sind ja auch ein paar Spieler von ein paar Positionsgruppen weggegangen und es ist ja nie auszuschließen, dass jemand dann eben doch auch dann auch im zweiten Anlauf nochmal einen richtigen Schub kriegt. Ich meine, bei John mussten wir auch lange warten, bis der irgendwo hier funktioniert hat und am Ende, glaube ich, sind wir alle froh, dass sich die Geduld dann eben doch ausgezahlt hat. Jan? Welche Kadergröße hätten Sie denn gerne? Ja, das ist schon so ein Kader, müssen wir jetzt natürlich sehen, wie die U19-Spieler sich dann machen, wie sie jetzt diese Vorbereitungsphase nutzen. Also heute haben sie einen guten Eindruck gemacht, aber klar, das ist nur ein Tag und dann müssen wir sehen. Aber so ja, 26, 27 Spieler mit inklusive Torhütern ist schon eine Größe, wo man vernünftig arbeiten kann. Jetzt müssen wir natürlich sehen, klar, so ein Maurice Littger, wann kommt der zurück? Wie weit sieht das bei ihm aus oder fällt er länger aus? Und wir gehen erstmal davon aus, dass er nicht auf dem Trainingsplatz ist. Und dann hast du erfahrungsgemäß immer dann
auf Strecke noch ein, zwei, die dann irgendwo dazukommen. Es ist immer so. Und das muss man halt auch mit einplanen. Deswegen ist das immer eine gute Arbeitsatmosphäre oder auch eine gute Größe, mit der man auf dem Platz arbeiten kann. Aber wir haben eben gesehen, es geht auch anders. Nachdem dann eben im letzten Jahr hinten raus am letzten Tag des Transferfensters noch ein paar Verpflichtungen getätigt wurden, ging es halt auch mit einem großen Kader. Ein Name, der jetzt in den vergangenen Wochen immer mal wieder auftaucht in Sachen Neuverpflichtungen, ist Oliver Hüsing. Können Sie uns da mal auf den Stand der Dinge bringen? Ist das tatsächlich eine Option oder hat er Ihnen möglicherweise auch aufgezeigt, dass er woanders hingehen kann? Ich glaube, der Verein und auch ich, wir haben uns mit allem, was wir haben, natürlich bemüht, weil wir ihn kennen, weil wir seine Entwicklung jetzt auch in Heidenheim gesehen haben. Aber ich glaube, das ist, und wie ich schon gesagt habe, nicht ganz unsere Liga. Da spielen jetzt ein paar andere Vereine mit und ich glaube, das wird nichts. Senke? Ich habe nochmal zwei technische Fragen, beziehungsweise eine davon ist eher eine juristische, vielleicht können Sie dazu was sagen. Wie ist eigentlich das mit der Vertragssituation der neuen Spieler? Die, also für gewöhnlich fangen ja Verträge an zu laufen am 1. Juli. Mhm. Wie ist das, wenn es mal ganz unglücklich läuft, jetzt am Spiel, am Sonntag ein Spieler verletzt sich oder so? Wie ist da die Situation? Haben die schon gültige Verträge bei anderen? Ja, es gibt dann eine Arbeitserlaubnis des jetzigen Vereins, wo sie halt noch wären. Das machen wir ja auch bei den Spielern, die wir abgeben. Die haben ja auch noch alle Vertrag bis zum 30.06. Und da kriegt man dann halt so eine Trainings- und Spielerlaubnis. Und damit ist das dann halt auch rechtlich sicher und bindend. Die andere betrifft das Trainingslager. Sie fahren in 2 Wochen nach Österreich. So viel ist schon durch oder kommuniziert worden. Gibt es einen Grund, warum der genaue Ort nicht kommuniziert wird? Was? Ich habe jetzt... Wo wir das Trainingslager machen. Wir haben es bislang noch nicht gesagt. Ach so. Aber das ist kein Geheimnis, können wir kommunizieren. In Schladming wird es sein. Schladming ist ein Skiort, ja. Da ist auch eine Weltcup-Anfahrt. Aber das wird im Sommer, glaube ich, so viel wenig da nicht. Gut. Ali Bieber von Radio Loro. Hallo, Herr Hertel. Ich würde Sie gerne auf eine Aussage Ihres Kollegen Herrn Dickenhagen ansprechen. Er hatte gemeint, die Tage, oder zumindest wurde er so zitiert, oder es ist bei mir so im Kopf geblieben, dass es in diesem Jahr schwieriger war, richtig gute Spielerverstärkungen zu finden. Wie interpretieren Sie? Können Sie sich das erklären? Können Sie mir das erklären, wie das in diesem Jahr, warum das schwerer gewesen war? Das kann ich jetzt, ich bin natürlich schon in der Kaderplanung involviert, aber es ist wie immer so, dass es halt, es gibt jetzt ein paar Vereine, auch ein paar Aufsteiger, die halt finanziell anders aufgestellt sind als Hansa Rostock und dann geht man manchmal aus so einem Duell, was man dann halt um einen Spieler führt, halt als Verlierer hervor. Und das macht es dann halt ein bisschen bitter, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt eigentlich eine vernünftige erste Saison in der zweiten Liga gespielt, sind eigentlich souverän in der Liga geblieben, konnten eigentlich rechtzeitig planen und trotzdem hat uns dieser Vorteil von diesen 2 oder 3 Wochen jetzt nicht so viel gebracht, wie wir uns vielleicht dann am Ende erhofft haben. Ich denke mal, das wird zu Martins, wo er dann gedacht hat, okay, wir haben rechtzeitig Planungssicherheit. Es ist nicht so wie im letzten Jahr, dass wir erst am letzten Spieltag aufgestiegen sind, sondern es war jetzt schon relativ früh klar, also nach dem Spiel hier gegen Paderborn, dass wir halt in der Liga bleiben. Und dann konnten ja ab dem Tag konnten ja die konkreten Planungen eben beginnen und man konnte halt auch mit den Jungs reden, hey, wir sind nächstes Jahr auch Zweitligist und dann sind halt trotzdem vielleicht nicht immer alle Träume aufgegangen, die wir dann dabei hatten. Tommy Bastian. Ja, hallo. Ich würde mich nochmal anschließend den Glück wünschen. Ich finde, Sie haben kein Haar weniger und kein Gramm mehr. So sieht sie aus auf den ersten Blick. Und jetzt kommt die Frage. Danilo Sikan, da wird auch mal wieder spekuliert und der ist jetzt bei der Nationalmannschaft, hat aber nicht gespielt. Vielleicht freuen Sie sich sogar darüber, weil er seinen Marktwert nicht erhöhen konnte. Vielleicht können Sie mal einschätzen, wie jetzt da der Stand ist. Gab es da Kontakt? War er schon oder kommt er zurück nach Rostock, um zumindest mal persönliche Dinge zu klären oder wie wird der weitere Ablauf sein? Gut, bin ich jetzt nicht ganz im aktuellen Thema. Fakt ist, der Junge würde sicherlich gern hier bleiben und hat sich hier sehr, sehr wohl gefühlt.
Der andere Fakt ist, dass er Vertrag in Donetsk hat. Und wir wissen alle, dass die Lage extrem undurchsichtig ist. Wir wissen, dass sie in der Champions League starten dürfen und auch werden. Wo sie dann die Spiele machen, wissen wir nicht. Aber jetzt gibt es Gerüchte, dass die Liga irgendwann eben doch in absehbarer Zeit auch da wieder anfangen soll. Und wenn das sollte das so sein, wären unsere Chancen halt immer geringer, weil ich glaube nicht, dass nochmal 14 Brasilianer bei Donetsk auflaufen werden, solange die Situation so ist, wie sie im Moment in der Ukraine ist. Und deswegen denke ich schon, dass es dann eher unrealistisch ist, dass Danilo hier zurückkehren wird. Aber warum nicht? Also solange die Chance besteht, der hat sich wohlgefühlt. Wir wussten, was wir an ihm haben und wissen auch, was für ein Potenzial noch in ihm steckt, was wir noch gar nicht gehoben haben in diesem halben Jahr. Also da ist schon auch noch Luft nach oben. Deswegen würden wir es gern machen, aber da sitzen wir halt auch nicht an dem Hebel, der bestimmt abs hoch oder runter geht. Gibt es denn da ein Zeitfenster, bis wann Sie da dranbleiben an dem Thema? Oder irgendwann wollen Sie dann vielleicht auch einen anderen Spieler holen, weil Sie ihm gerne noch ein Offensivspiel hätten wahrscheinlich? Ja, da muss man natürlich immer Augen und Ohren offen halten, weil das ist eine Situation, die wir nicht entscheiden können. Und wenn sich jetzt andere Türen auftun mit interessanten Personalien, dann wird man die verfolgen. Und wenn man die zu Ende bringen kann, dann wird man es zu Ende bringen. Eine Positionsgruppe ist ja jetzt geschlossen mit der Verpflichtung von Max Hagemoser heute. Vielleicht können Sie mal einschätzen, wie Sie die Torwartkonstellation sehen. Wird Markus gesetzt in die Saison gehen oder gibt es da einen Zweikampf mit Nils? Und welche Rolle kann Max einnehmen? Und vielleicht gleich anschließend, dass die Positionsgruppe ist geschlossen. In welcher Positionsgruppe suchen Sie noch vielleicht am dringendsten Verstärkung? Ich fange mal mit der letzten Frage an. Also man kann sich, glaube ich, in jeder Positionsgruppe theoretisch noch verbessern oder verändern, aber es ist kein Muss, das habe ich schon gesagt. Also alle, die zuletzt regelmäßig gespielt haben und auch erfolgreich gespielt haben, die sind noch da. Und deswegen haben wir da jetzt nicht so diesen ganz, ganz großen Handlungsdruck. Auf der Torhüterposition galt es für uns jetzt nach den letzten Jahren, wollten wir da schon ein paar Sachen anders machen. Wir haben eine klare Nummer 1 gehabt und die haben wir weiter. Also ich glaube, Markus Kolke aufgrund der Leistung, die er jetzt in den 3 Jahren hier gebracht hat, muss man auch ganz klar sagen, dass er da in der Pool-Position ist und da natürlich einen leichten Vorteil hat. Trotzdem ist es Leistungssport und auch Markus weiß, und das will er auch, will ja nicht irgendwo nur im Tor stehen, weil er jetzt 3 Jahre hier gut gespielt hat, sondern weil er eben auch weiter gute Leistung bringt. Und wir wollten schon auch da auch eine Nummer 2 hinten dran haben, wo wir dann auch das Gefühl haben, wir müssen vielleicht keine Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen haben. Wir sind nie in die Situation gekommen, dass wir halt den Ernstfall testen mussten. Also wir wissen nicht, ob jetzt ein Ben oder Luis auch in der zweiten Liga dann unter Zuschauerdruck und vielleicht, wenn sie auch einen Fehler gemacht hätten, ob sie dann halt ihre Leistung hätten abrufen können. Wir haben sie in den Testspielen gesehen, da war das okay. Aber so diesen Ernstfall, diesen wirklichen Ernstfall, den haben wir nie erlebt und davor hatten wir, auch ich immer natürlich mal Bauchschmerzen, wo wir gesagt haben, was ist denn, wenn jetzt Markus Kolke dann doch mal ausfällt, ja, in wichtigen Spielen, wo es dann halt auch spitz auf Knopf ist. Und da haben wir schon gesagt, wir würden schon noch jemanden gern haben, der, wo wir wissen, dass das halt problemlos funktioniert. Und dann ist es natürlich auch mit Nils so gekommen, dass das im Moment bei ihm auch nicht so gut gelaufen ist, mit Verletzungen, dann auch bei Hertha die ganze Torwartsituation auch sehr, sehr unübersichtlich ist. Und ich glaube, da hat sich für uns dann ein Fenster aufgetan. Wir kennen ihn eigentlich noch relativ gut aus Münster und aus Osnabrück, wo er auch richtig gut performt hat und eigentlich einer der Top-Talente gewesen ist auf dieser Position. Und wir wollen ihn hier an seine Leistungsstärke, die er eben schon mal gezeigt hat, wieder hinbringen. Und klar, und dann ist er auch natürlich ein Herausforderer für Markus. Und vielleicht ist es auch so, dass Markus dann halt vielleicht auch nochmal einen Schritt noch nach vorne macht, weil er eben merkt, okay, ich kann mich eben hier eben auch nicht zur Ruhe setzen, sondern hier ist jemand, der drückt. Und auch wo man in jedem Training sieht, dass wenn der halt steht, dass jetzt auch kein ganz großer Unterschied wäre. Und dann brauchst du natürlich auch, kommen wir zu der Nummer 3, jemand, der dann auch mit dieser Rolle dann
erstmal leben kann. Ich glaube, Max ist ja hier auch schon in Rostock bekannt. Der hat ja hier schon in der U17 gespielt. Da war ich auch schon hier Trainer. Dann war es halt nicht möglich, ihn jetzt hier fest schon damals auch zu halten. Und dann hat man das natürlich immer ein Stück weit verfolgt. Ist jetzt bei ihm vieles schiefgelaufen, war jetzt eben oft verletzt und dann halt mehr oder weniger nur in der U23 in Köln. Und der kommt hier aus der Region. Das ist für ihn jetzt kein ganz großer Neueinstieg. Der kennt hier noch ein paar Jungs aus dem Umfeld. Und da ist das für uns halt auch so eine Situation. Für ihn ist es auch gut, dass er in der U23 dann regelmäßig Spielpraxis sammeln kann in der Oberliga. Und deswegen hat das dann eben auch so gepasst, wo wir sagen, okay, der ist sich mit der Rolle jetzt erstmal auch als Nummer 3 bewusst, hat aber auch sicherlich das Potenzial und auch den Wunsch, sicherlich da auch mal ein Stück weit nach vorn zu rücken. Und aber jetzt kriegt er hier die besten Möglichkeiten, die er hat, einen guten Torwarttrainer, der die Jungs auch in den letzten Jahren immer auch verbessert hat. Und ich denke, dass auch mit Nils und mit Markus und eben auch mit Max dann weitermachen wird. Peter, du hattest dich auch gemeldet, hast jetzt ganz lange gewartet, hat sich mittlerweile erledigt oder hast du noch eine Frage? Na denn, Peter Krüger vom Nordkurier. Na, ich wollte bloß die Personalie Oliver Dedlo fragen. Ist er aktuell im Training, beziehungsweise wie haben Sie seine Entwicklung jetzt in Havel eingeschätzt oder schätzen es ein? Ja, wir haben natürlich mit allen Leihspielern gesprochen, also nicht nur mit Olli, sondern eben auch mit Gianluca Schulz, Michel Ulrich und Luca Horn. Und wir haben insgesamt so natürlich eingeschätzt, dass es für die Jungs auch schwierig wird. Auch wenn er da jetzt, wir haben das natürlich verfolgt, die Entwicklung von jedem Einzelnen. Luca und Olli haben ja dritte Liga gespielt. Olli hatte zwischendurch halt diesen Mittelfußbruch. Aber das ist halt schon auch, dass es hier schwierig wird. Und deswegen haben wir gesagt, dass sie jetzt erstmal nicht dabei sind, sondern wenn sie jetzt natürlich jetzt keine neue Leihe finden oder keinen anderen Verein, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, in der U23 zu spielen. Ich glaube, die sind auch dankbar über jeden Spieler, der dann halt auch über die Qualität verfügt. Ich glaube, die wollen halt auch nicht mehr ganz lange Oberliga spielen, sondern wollen natürlich schon auch mal den Schritt gehen, auch wieder in die Regionalliga aufzusteigen. Und deswegen sind da auch alle Türen offen. Oliver Kramer hatte sich auch gemeldet vor geraumer Zeit. Ja, vielleicht nur nochmal, es war heute erst Tag 1, aber vielleicht können Sie schon mal was zu Kai Pröger sagen, der ja schon mit einer gewissen Bilanz hierher kommt, Bundesliga-Erfahrung mitbringt und ja hoffentlich eine gewisse Qualität. Was erhoffen Sie sich von ihm? Ja, also Kai ist natürlich ein flexibler Spieler, also hat jetzt auch beim Lukas Kwasniok, denke ich, wenn es vielleicht für ihn manchmal schwierig war, aber sie haben ja dann halt unheimlich viele Grundordnungen gespielt und auch Wärmspiel gewechselt und er hat auch verschiedene Positionen gespielt und hat das gut gemacht, war über große Teile der Saison hinweg eigentlich auch Stammspieler. Er ist in der Lage halt von außerhalb des Strafraums Tore zu machen, wo wir halt nur 2 gemacht haben. Ich glaube, damit im Schlusslicht in der Liga waren, also bei Tore außerhalb des Strafraums. Und wo wir uns natürlich schon auch erhoffen, dass er mit seiner Schussstärke, mit seiner Abschlussstärke und mit seiner Geschwindigkeit uns dann natürlich eben auch nochmal unberechenbarer macht und auch vielleicht so neben John, aber jetzt nur als Rechtsaußen oder als zweiter Stürmer, dann natürlich auch mit seiner Geschwindigkeit dann auch da profitiert von der Wucht, die John mitbringt und Bälle festzumachen oder verlängern und ihn dann halt auch immer um ins Rennen zu bringen. Also das ist so, wo wir uns hoffen, dass jetzt hier ein Gestandener, der ist jetzt 30, der das jetzt nachgewiesen hat, wo wir heute auch gesehen haben, dass der noch unheimlich fix ist und gute Schnellkraft hat, dass wir von so einem Spieler dann natürlich profitieren und er sich dann auch hier mit Herz und Horn einbringt. Mit Haut und Horn, nicht mit Herz und Horn. Mit Herz auch. Sönke, du hattest auch noch was. Ja, die Frage mit den Leihspielern hat sehr freundlicherweise jetzt schon beantwortet. Das, was ich jetzt frage, ist immer ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber es würde mich trotzdem interessieren, wen erwarten Sie in der kommenden Saison ganz oben? Ist es der HSV, der Topfavorit ist, oder wer kann da noch ein Wörtchen mitreden? Ja, also nachdem jetzt die zwei Großen raus sind, dann ist jetzt der HSV noch. Und ich glaube, jetzt auch nachdem sie Dritter geworden sind, sind sie aus meiner Sicht der absolute Topfavorit in dieser Liga, weil sie jetzt auch in der Konstellation, was man hört, so zusammenbleiben wollen. Und ich denke, das ist wenig Neues, vieles Altbekannte. Und
davon gehe ich jetzt aus, dass sie halt die Mannschaft sein werden, die ganz oben stehen muss oder will und auch vielleicht am Ende wird. Aber man sollte trotzdem jetzt auch Bielefeld nicht unterschätzen. Aber die haben da jetzt auch noch, da kommen auch ein paar Jungs mit, die eben jetzt auch gut in der Bundesliga gespielt haben. Die werden halt auf dem Markt auch nochmal zuschlagen und gute Spieler holen. Hannover, was man jetzt so sieht mit Stefan Leitl und mit viel Personal, was da geholt wird, die, wo jetzt Martin Kind wahrscheinlich auch nochmal gesagt hat, jetzt oder nie. Also die erwarte ich dann halt auch ganz oben. Hannover, HSV, Bielefeld, das sind so die drei Favoriten, die ich jetzt so im ersten Moment ausmache. Und dann wird es immer noch eine Überraschungsmannschaft geben. Das kann Heidenheim sein, das kann St. Pauli sein, das kann... Ja. Ein Blick vielleicht nochmal kurz auf Samstag. Da steht dieses Spiel an gegen die Amateurauswahl. Dürfen sich die Fans auf alle Spieler freuen? Darf da jeder mal ein paar Minuten oder eine Halbzeit oder so mitspielen? Ja, das ist geplant. Also jetzt müssen wir natürlich mal sehen, wie die jetzt hier alle noch durchkommen durch diese Tests und ob die gesund sind. Und dann werden wir abwägen und normalerweise sollten dann auch fast alle spielen. Ich würde nochmal nachhaken bei den Leihspielern. Die Frage hätte ich sonst auch gestellt. Vielleicht kann das auch Marat beantworten. Die wurden ja zwischendurch verabschiedet, aber Leihspieler müssen ja noch ein Jahr Vertrag haben, wenn sie zurückkehren. Deswegen müssten ja noch alle wirklich unter Vertrag stehen. Habe ich das richtig verstanden, dass jetzt alle vier dann in der U23 trainieren, also auch inklusive Olli Detlow, oder können Sie das nochmal oder auch Marit darstellen, wie da die genaue Situation ist, auch vertraglich? Ja, vertraglich ist es so, dass sie nicht nochmal verliehen werden könnten, wenn der Vertrag nicht verlängert wird. Das ist klar, wenn der Vertrag 23 ausläuft, dann können sie nicht verliehen werden. Dann müsste der Vertrag nochmal verlängert werden, um sie dann nochmal zu verleihen, oder man löst den Vertrag auf und sagt, okay, ich habe jetzt, weil jetzt zum Beispiel ein Olli Detlow, der hat jetzt dritte Liga gespielt, der hat bei uns schon in der dritten Liga gespielt. Und wenn der jetzt eine Chance hat, bei einer anderen Drittligamannschaft zu spielen, dann warum soll er dann hier in der Oberliga spielen? Dann wird er sicherlich sowas machen. Und das ist ja das, was eben offen ist. So, wo ich denke, dass es auch die Jungs wollen mindestens Regionalliga spielen. Und da muss man dann halt sehen, ob man dann irgendwo eine Lösung findet. Weil ich denke trotzdem, dass der Sprung zu uns hier in der zweite Liga ein Ticken zu hoch ist für alle vier. Olli auch. Der ist jetzt auch nicht dabei aktuell. Genau. Die Vorbereitung ein bisschen weiter vorausblicken. Sind Sie bisher zufrieden mit dem Programm? Da fehlen sicherlich noch ein, zwei Testspiele. Was planen Sie da noch? Was wünschen Sie sich da noch? Und wie geht es dann vielleicht auch nächste Woche weiter? Also jetzt sind die Tests und gibt es einen freien Tag am Sonntag oder wird durchtrainiert? Vielleicht können Sie da noch ein bisschen vorausblicken. Also jetzt ist Sonntag frei. Also jetzt geht es bis zu dem Pen- und Familientag. Und Montag ist dann Start. Da geht es dann durch bis Sonnabend. Dann ist Sonntag nochmal frei. Und dann geht es durch. Dann ist ja dann das Trainingslager. Wir fliegen am Freitag, glaube ich, los. Und dann geht das ja dann halt 10 Tage. Und dann kommen wir erst am Sonntag zurück. Also das sind dann halt, wo es dann halt 14 Tage am Stück dann durchgeht. Testspiele in dem Sinne, abgesehen davon, können Sie jetzt nicht schon, oder im Trainingslager, abgesehen von, was war das, Wolfsberg? Na, da war jetzt noch nicht alles, glaube ich, safe, aber das ist im Werden, glaube ich. Da sind meiner Ansicht nach genügend Mannschaften in Österreich, also da sollte noch was passieren. Also ich glaube, 2 Spiele werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit machen, vielleicht auch 3. Okay, dann machen wir mit Adi weiter. Wenn wir die Uhr gerade so ein bisschen vordrehen, vorausgucken, würde ich noch ganz viel vorausgucken wollen. Es ist ja in diesem Jahr eine Saison, wo es erstmal eine Weltmeisterschaft gibt, dann später. Hat das Auswirkungen auf die Liga? Wissen Sie darüber was? Auch auf die zweite Liga jetzt? Das hat große Auswirkungen auf uns, weil es ist ja dann halt eine Spielpause. Die geht von Mitte November bis Ende Januar. So, und dann müssen alle halt kreativ sein. Also
Ich denke, wir werden es halt so machen, wie es früher zu DDR-Zeiten war, wo es halt auch eine Winterpause gab, eine relativ lange. Also dass es halt dann nochmal ein bisschen ein paar freie Tage gibt und dass dann nochmal eine Vorbereitung gemacht wird. Also das wird dann halt schon nochmal 4-5 Wochen Vorbereitung machen. Aber es gibt halt auch hier und da andere Ideen, aber die sind, glaube ich, noch nicht so ausgegoren, dass man sie jetzt schon irgendwie präsentieren kann, weil da zu viele Variablen noch irgendwo stehen. Deswegen kann man da jetzt noch nicht so viel sagen, aber klar hat das für uns Auswirkungen. Also aktuell haben wir jetzt keinen Nationalspieler, der zu der Weltmeisterschaft fahren wird. Aber ja, wir können jetzt auch nicht sagen, wir machen jetzt alles weiter und füllen das irgendwo mit Testspielen und trainieren jetzt dann irgendwie durch, sondern das ist ja vom Kopf dann auch schwierig. Also deswegen würde ich dann denken, dass dann schon nochmal eine Pause von 14 Tagen, 3 Wochen relativ sinnvoll ist, um die Jungs dann nochmal wegzuschicken. Und dann hat man trotzdem nochmal 5 Wochen Zeit, ordentlich zu trainieren, um dann vorzubereitet sein für die Rückrunde. Das ist halt jetzt auch ein Vorteil. Diese 5 Wochen reichen halt aus, weil es geht jetzt nur bis November. Die letzten Jahre waren halt immer, du musstest halt die Sommervorbereitung musst du dann halten bis zum Ende der Saison. Jetzt muss ich halt nur bis zum 15. November halten. Sie teilen die Saison jetzt schon in 3 Abschnitte ein, quasi dann bis WM, zum Winter und dann eigentlich bis Finale. Genau, Vorbereitung, dann kommt die erste Halbserie, neue Vorbereitung und dann kommt die, also eigentlich in 4 Teile. Alle Fragen beantwortet? Sehr schön, dann haben wir den ersten Trainingstag jetzt schon fast geschafft, haben unseren neuen Presseraum eingeweiht. Gut. Kann die Saison starten? Auf eine gute, erfolgreiche Saison, eine gute Zusammenarbeit, auf gute Stimmung, freuen uns auf Fans, Mitglieder, Sponsoren, Partner und auf schöne, spannende, nicht allzu spannende Spieler. Jens. Ja, wenn sie am Ende für uns ausgehen, können die ruhig alle spannend sein. Ja, aber die Nerven können wir auch ein bisschen schon. Vielen Dank für euren Besuch und wir sehen uns spätestens am Sonntag beim Fan- und Familientag. Könnt ihr gerne noch ein bisschen Werbung machen. Freuen wir uns auf viele Besucher. Danke, tschüss.